Was geht ab, ihr Zocker? Ja, Outlaws und... Wir sollten lieber bei den Zockern bleiben, habe ich so ein Gefühl. Gutes Focus Home Interactive hat natürlich wieder reingehauen. Wir gucken uns jetzt mal an, was wir... Ach komm, ihr habt sowieso schon einen Titel gesehen. Es gibt endlich Gameplay und ich sag euch, was für ein Gameplay es gibt. Es werden alle vier Klassen so ein bisschen gezeigt, so mit ihren verschiedenen Aufgaben. Ein kleines bisschen das Perk-System erklärt. Wie gesagt, kleines bisschen, nimmt das nicht zu krass, wenn ihr das gleich im Trailer seht. Und natürlich läuft es wie immer ab. Wir spielen Trailer-Material ab, wahrscheinlich jetzt erstmal am Anfang. Dann über die Charaktere, die einzelnen. Das heißt Ranger, Mystic, Brawler, Hunter war das, glaube ich. Oder andersrum, dass man den Brawler und den Mystic vertauscht. Ach, ihr werdet es gleich sehen. Und ihr abonniert natürlich den Kanal, dann spielen wir den nächsten ab und so weiter und so fort. Und wir reden natürlich mal nicht mehr lange darüber. Wir legen jetzt auch schon los. Hello everyone, welcome to Hood, Outlaws and Legends. Today, I'm showcasing gameplay and talking through some of the tactical options available to you, thanks to specialized custom character builds. First things first, Hood is an online heist game where two teams of four players battle it out for treasure. The twist? The chest is protected by a fearsome sheriff and a squad of elite knights. Ach, ist das nicht geil, wenn dich der Spielehersteller für so dämlich hält, dass er dir jedes Mal, wenn er einen Trailer raushaut, erklären muss, was das Spiel überhaupt ist. Okay, wir wollen mal nicht zu hart ranten. Ich meine, es ist ja klar. Die wollen einfach nur, dass so viele Spieler wie möglich kapieren, was das ist. Und Hood, oh, ich wollte schon Hand sagen. Und Hood Outlaws and Legends ist ein Online-Heist PvP-PvE-Multiplayer-Game. Und die Spielmechanik ist ganz klar. Es gibt einmal Team 1. Eins aus vier Leuten, Team 2, nehmen wir zwei Finger, Team 2 aus vier Leuten und beide wollen den Tresor haben. Da gibt es nur so einen kleinen Plot-Twist oder so einen kleinen Twist dazwischen, damit das nicht ganz so einfach wird, damit man sich nur gegenseitig abschlachtet und so ein Team-Deathmatch-Gefühl hat. Nein, es gibt noch einen Sheriff und seine Elite-Wachen oder Elite-Ritter oder einfach die Prepare-Joanus-Ritter, dass du nicht mal so eben einfach sagen kannst, ja, das wird halt so sein, ne? Und das wird super easy. Aber freut euch jetzt erstmal drauf, wir gehen jetzt zum Ranger-Kapitel. This clip finds our ranger neck deep in enemy territory, forcing a big distraction near the spawn point so his brawler can carry the chest to safety. Getting spotted means you're revealed to all the players in the area, even the enemy team. It also locks the sector down and calls for guard reinforcements. This ranger is equipped with a melee perk that allows him to punch people with his arrows for extra damage, which is great for quickly disposing of enemies. With the spawn point captured, it's time to take the high ground and try to gain more information. Let's use this time to look at this ranger's perks. The core of this build is the Razor Gauntlets and Forceful Fighter, which is a great source of burst in a brawl. The third ability, Focused Flight, is niche, but has a lot of value in large maps like this. Gut, hier machen wir jetzt einen kleinen Zwischenschnitt oder ein Zwischenfazit. Wir haben auf jeden Fall gesehen, also man merkt einfach, das Spiel ist so cool gemacht und wurde gut in Szene gesetzt. Wir konnten jetzt ein bisschen das Movement-System sehen, wie der gute Robin Hood sich da durchslidet. So, und Robin Hood, man sieht so, wenn man in diesen Gebieten ist, es lohnt sich nicht mit allen Vieren zusammen zu spielen und sich wirklich so Aufgaben zu widmen. Wir werden dann wahrscheinlich gleich, ach, ich lüge euch ja nicht mal an. Es wird wahrscheinlich so sein, dass jeder verschiedene Aufgaben führt und dass man maximal in Zweiergruppen spielt und bei Vierertruppen vielleicht, wenn es drauf ankommt, je nachdem, ist dann wieder situationsabhängig. Gefällt mir richtig gut. Dann haben wir Nahkampf gesehen und wir haben natürlich den Schuss gesehen. Robin Hoods Schüsse machen keinen One-Hit, weil sie halt Helme haben oder du musst ihn wahrscheinlich wirklich zwischen diesen Schlitz schießen. Finde ich mega cool gemacht und wir kommen zu den Perks direkt. Wir haben gesehen, dass dieser Robin Hood-Build auf Nahkampf gerichtet ist. Das heißt also, der soll sich wirklich verteidigen können. Wir haben gesehen, die Stun-Grenade, dann hat man sich hinten angeschlichen, assassiniert. Wir haben verstärkte Nahkampfangriffe gesehen. Und wir haben auch gesehen, dass manche Perks dann Negativeffekte haben. Zum Beispiel, wenn wir diesen verstärkten Nahkampf nehmen, haben wir weniger Anfangspfeile. Und dann wurde ein dritter Perk genommen, der dann im Endeffekt die Fähigkeit verstärkt. Einmal aus der Regie zurück, also die Korrektur nochmal. Wenn ihr einen Longshot-Kill dann macht, bekommt ihr für eure Ability mehr Punkte, beziehungsweise die füllt sich schneller auf. Ist auf jeden Fall ein interessanter Build und jetzt gucken wir mal so, was rausgekommen ist oder wie es mit dem Ranger weitergeht. Looks like the chest had to be abandoned. The sheriff is chasing after the enemy team, which is the perfect time to whittle them down. The enemy spawn point is just beyond that gate, so as long as there's a lockdown in the area, they're going to have trouble getting through. Of course, the same applies to us. It's too risky to go there and try to capture it. God. The sheriff can instant kill anyone unfortunate enough to be near him. Looks like the enemy ranger is having a bad day. I'm out. The Forceful Fighter perk means the ranger needs ammo frequently. Can't afford to miss too many times.
the enemy will likely regroup at the spawn point we indicated earlier. They can choose to go around and take this side path, but it will get them spotted if they rush it. The Ranger's ultimate ability, the Explosive Arrow, is perfect for this kind of situation. A final kill at this range will set him and his team up nicely for the next skirmish, and thanks to his perk, another ultimate is on the way. Wir haben Einblicke zum Sheriff bekommen und der Sheriff ist absolut kein Lauch, kein Lappen. Der ist wirklich der Prepare Your Anus Moment. Ihr habt ja gesehen, drüben war der gegnerische Spawnpunkt, dann hat der gute Mystic vom Gegnerteam ein Heady kassiert. Der andere wurde dann gechokeslammt vom Sheriff und platt gemacht. Und dadurch, dass der Spawnpunkt bei denen da drüben war und der Sheriff da gekämpft hat, ja, lief dann wohl nicht ganz so gut für die, würde ich mal sagen. Dann haben wir natürlich noch gesehen, dass der gute Ranger Distanzschuss oder dass dieser eine Perk wirklich Minus gemacht hat mit seinen 5 Pfeilen. Hat dann nicht ganz so geil geklappt. Und dann haben die versucht, einen anderen Spawnpoint natürlich zu nehmen. Und der Ranger hat von oben dann alles gescoutet, gesagt. Und hat sich dann praktisch gesehen um diese Umgebung gekümmert und Schutz gegeben. Jetzt kommen wir aber zu John, den Brawler. Now we move on to the Brawler. An extraction was foiled by an alarm and our teammates need some assistance. John's utility, a frag grenade, is perfect for clearing space. The Crank still has a long way to go, and the enemies are sprinting towards the close spawn point. The Brawler, with his ultimate ready, decides to try and stop them, so his team can maintain pressure on the objective. Und da muss doch jedem das Herz aufgehen, wer auf den Ich-hau-dir-auf-die-Fresse-Modus ist. Also der Brawler ist ja wirklich die rohe Gewalt, er sieht mega cool aus und ja, wir werden jetzt gleich, sage ich schon mal Spoiler-Alert, richtig coole Gameplay-Action sehen. Und wir haben jetzt die Bestätigung bekommen, dass wenn wir wenn jemand Scheiße baut oder zu sehr rusht und dabei entdeckt wird, wir sehen so diese Waffe von dem jeweiligen Charakter und dann wissen wir, wer das ist, weil man hat gesehen, dass der Mystic sich da ein bisschen ungeschickt bewegt hat. Also wir können jetzt hier mal die rote Einblendung zeigen. Ja, und das ist dann mega cool. Und dann hat sich der Brawler entschieden, zu einem anderen Punkt zu laufen, Druck auszuüben oder richtig Druck zu machen, auf die Kacke zu hauen, um dann im Endeffekt sein Team den Druck zu erhöhen, wenn sie die Extraktion füllen. Da gucken wir mal, wie der gute Brawler jetzt zuschlägt. This Brawler is built for holding out positions, with an upgraded perfect parry and an increased health pool. With stamina down after the last heavy attack, our brawler activates his ultimate. The other brawler has the same idea, but too little, too late. The Mystic scrambles over to try and get an execution, but infinite stamina easily destroys his guard and ends his life. It isn't over yet. Should the brawler push the objective, or will the enemy team send another attack to A? The impatient enemy has decided to sprint to A, getting seen by the guards and revealing his position. He will be punished for it. Down you go. Ah, das hat auf jeden Fall nicht gut ausgesehen. Also das ist meine Gesichts-OP Level over 9000. Aber jetzt kommen wir mal wieder zum weiteren Gameplay. Der gute Brawler, wir haben es auf jeden Fall gesehen, der hat wirklich was drauf gehabt. Also der hat gerade zwei Leute vermöbelt, sagen wir richtig. Klar, das ist ein bisschen gescriptet und da muss man schon ein bisschen mehr Skill, glaube ich, drauf haben, damit das so zum Ergebnis kommt. Aber schon cool gemacht. Also der haut erst den einen, ne, geht dann zum Mystic rüber, geht dann zum Brawler mit der Ulti und macht den platt und haut danach noch den Mystic weg. Also man sieht, das war schon richtig cool. Und dann haben wir noch das Zeichen bekommen. Ne, da wurde dann die Frage gestellt, sollen wir vielleicht zum Objective gehen, also da unterstützen, oder sollen wir versuchen, wieder diesen Spawnpoint zu verteidigen. Und der Brawler vom gegnerischen Team hat sich dann zu erkennen gegeben. Und unser Brawler hat dann aus dem Schatten heraus agiert und ihm dann mit dem Hammer ein bisschen eine Gesichts-OP verpasst. Jetzt müssen wir natürlich gucken, was kann der Mystic. Although known for his healing and melee fighting capabilities, with a fast movement perk, a confident Mystic can easily slip past enemy defenses. Here, the team agrees to split up and find objectives, while the Mystic goes off to steal the key on his own. Shit, they know. With the enemy team spotted so early, they're going to have trouble getting through the gates. The Mystic, like the Hunter, can silently open doors with a key. Less attention. Huh?
Das ist cool gemacht. So, jeder soll seine eigenen Aufgaben machen und der Mystic soll im Endeffekt sich um den Schlüssel kümmern. Bin ich ja auf jeden Fall schon mal ganz originell gemacht und sehr mutig. Also gut, die Entwickler wissen natürlich, was sie tun. Ob man das in einem Real Game so macht, ja gut, wir reden hier von Random Player. Natürlich macht man das so nicht. Wahrscheinlich wird der Sheriff die ganze Zeit in Alarmbereitschaft sein. Aber das ist ja schon mal ganz cool. So, wir müssen dann im Endeffekt den Sheriff suchen. Und wenn wir ihn gefunden haben, beziehungsweise ein Teammate hat ihn schon gefunden, müssen wir gucken, dass wir diesen Schlüssel bekommen. Und dann wurde der gescoutet und dieser Ping scheint nicht die ganze Zeit da zu bleiben. Das heißt, das Spiel hat auch einen gewissen Schwierigkeitsgrad. Dann haben wir natürlich gesehen, auf dem Marktplatz haben wir mit einem Stein für Ablenkung gesorgt, damit wir uns da durchschleichen können. Er kann sich halt sehr gut bewegen, kann halt sehr gut, sehr schnell durch die feindlichen Reihen laufen. Und er und der Hunter sind die einzigen Leute im Team, die Schlüssel benutzen können, um durch Türen zu gehen. Also finde ich ja auch schon mal nicht schlecht. Ja gut, ich meine, der Brawler, der hat so fette Hände und Robin Hood kann wahrscheinlich nur mit dem Finger was anderes machen. Was? Ist das wahr? Der Perverslinge, nein, natürlich nicht das. Ich dachte natürlich irgendwie mit dem Bogen so halten. Echt, ey, was habe ich nur für Leute hier? Wir haben ja jetzt gesehen, dass er den Schlüssel geklaut hat. Was kommt danach für eine Phase? Yes. After taking the key, the enemy team is notified. However, they are not given its location or the area where the vault is. Both the key and the vault are now in our hands. You leave me no choice. Got it. This entire sequence was done without alerting a single guard or player, which means the enemy team has no real idea where the chest is. The friendly team will have free rein over where they want to extract and which spawn points they want to take. Bei Mystic muss ich jetzt ehrlich sagen, da ist schade, dass es nicht so um die Perks eher geht. Man kann aber viel vom Gameplay ableiten. Wir haben zum Beispiel jetzt gesehen, wenn wir die Karte aufmachen, dass wir verschiedene Spawnpunkte haben, die man einnehmen kann. Und das wird dann halt Battlefield-lastig sein, weil du hast ja Punkt A, B, C, D. Das Gegnerteam, wenn die das eingenommen haben, kannst du das natürlich nicht einnehmen. Bedeutet also, die sind frei für alle begehbar und da sollte man schon aufpassen. Dann wurde hier noch im Endeffekt gezeigt, dass der Mystic gut mit der Ablenkung ist. Er hat sich den Spawnpunkt unten gekrallt. Ich finde die Aussage ja so mega krass mit dem... Ja, wir haben den Vault Key. Also wenn man den klaut, dann wird das Gegnerteam auf jeden Fall in Alarmbereitschaft gesetzt, dass der weg ist, der Schlüssel. Also dann müssen sie sich auf den Tresor konzentrieren. Und im Game wurde natürlich gesagt, man wurde nicht entdeckt. Und deswegen hat das Gegnerteam keine Ahnung, wo es ist. Das sah richtig cool aus mit diesem Teamplay. So, ich habe den Crossbowman markiert und dann kommt Robin Hood und knallt ihn einfach ab, weil der Mystic da nicht so die Chance hat. Er hat halt nicht die Fernkampfwaffe. Ja, und dann haben sie sich im Endeffekt den Tresorraum geknallt. So, und jetzt reden wir noch über die Miss Huntress, beziehungsweise den Hunter. Finally, we end with the Hunter. Often, the Hunter is good as recon and infiltration, but there are situations that call for defensive play. Here, the Hunter is trying to hold the enemy's forward spawn point and delay them for as long as possible. The Hunter's concealment doesn't make her completely invisible to players, and it looks like this Ranger was expecting her. It's safe to assume the enemy team will come back as quick as they can. The Hunter assassinates targets faster than any other class. This Hunter's multi-shot crossbow fires slower but more powerful bolts. While the enemy got away, they're not in a good state. With more powerful bolts, the breakpoints of low-armored foes are easily reached with one shot to the head and one to the body, or vice versa, making her a powerful defender against this ranged heavy team. Jetzt haben wir natürlich Hunter-Gameplay noch zum Schluss bekommen und der Hunter hat mal eine defensivere Aufgabe genommen. Im Gameplay-Trailer wurde auf jeden Fall gesagt, der Hunter ist eigentlich für Infiltration und Stealth-Kills zuständig. Hier ist er einfach mal der Defender und hat sich am nächsten Spawn-Point für die Gegner hingestellt und ihn eingenommen und hat den eisern gekämpft, Mann. Der ist wie so ein Pickel, den du einfach nicht wegkriegst im Gesicht. Man hat gesehen, dass viel mit dem Crossbow da gearbeitet wird im Nahkampf. Ich glaube, der Hunter ist so die neutralste Klasse, was das angeht. Neutrale Geschwindigkeit.
Fähigkeit, neutraler Kampf, also Nahkampf und halt Medium Range Fernkampf. Dann hat man gesehen, dass sie im Endeffekt so ein Triple, also so Schrotkugeln hat. Schrotkugeln, alles klar. Nee, aber im Endeffekt so ein Triple-Schuss hat mit dem Crossbow und dass der mehr Damage macht. Und man hat gesehen und es wurde auch bestätigt, der Hunter macht die schnellsten Stealth-Kills im Game. Das ist echt der Wahnsinn und die kann, die hat echt ein ganzes Team platt gemacht und durch diese Crossbow-Scheiße zieht die auch noch richtig viel Leben ab. Und wenn man in der Rauchwolke ist und nah dran, kann man den Gegner also sehen. Das heißt, der Ranger hat ihn angegriffen, den guten Hunter oder die Hunterin. Wir wollen ja mal gendern hier ein bisschen. Also das ist auf jeden Fall schon gut gemacht und durchdacht bis jetzt. Und der Hunter hat mega viel Damage gemacht. Man hat ja gesehen, oben den Typen von der Leiter angeknallt, dann sich um den unten gekümmert, mit einem Heady ausgeschaltet, dann wieder rechts den angegriffen und so richtig genervt. Ey, das war echt der Wahnsinn. Am Freitag kommt natürlich Hood Outlaws in Legends raus und ich muss sagen, das Gameplay sieht gut aus. Klar, man könnte ein paar Animationen besser machen. Man könnte bestimmt auch an der Grafik was verbessern, aber für mich muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin lieber mit einem super geilen Gameplay zufrieden. Da ist die Grafik für mich zweitrangig. Wie gesagt, kommt aufs Game immer an. Was haltet ihr davon? Hat euch der Gameplay-Trailer überzeugt? Nicht? Schreibt mir unten in die Kommentare. Dengelt das hier irgendwo rein. Ich sag dann jetzt noch Tschüss. Bis dann. Habt noch viel Spaß beim Clown-Zocken oder sonst irgendwas.